Angela Meyer war eine freundliche und warmherzige 22-jährige Inuk-Frau aus der nördlichen Gemeinde Tlaloyak. Angie, wie sie liebevoll genannt wurde, wuchs zusammen mit ihren zwei Brüdern und ihrer Schwester auf und probierte schon als kleines Kind verschiedene Aktivitäten aus, darunter die Pfadfinder und auch Fußball. Wie viele junge Frauen experimentierte die temperamentvolle und aufgeschlossene 22-Jährige auch gerne mit Make-up, Nagellack, Haarfarben und Kleidung. Ihre Familie erinnert sich jedoch an ihre Freundlichkeit und ihre Fähigkeit, mit jedem ein freundliches Gespräch zu beginnen. Angelas Mutter, Katie Meyer, sagte Folgendes. Sie strahlte eine Menge Liebe aus. Sie liebte es, umarmt zu werden. Sie sprach mit jedem. Sie war ein Menschenfreund. Jeder war ihr wichtig. Angelas Familie hat jedoch enthüllt, dass sie unter Schizophrenie gelitten hat. Die ersten Symptome einer schizophrenen oder auch bipolaren Störung traten bei Angela schon in jungen Jahren auf und im Alter von 15 Jahren erhielt sie eine offizielle Diagnose. Die Mutter Katie erklärte, dass der Zustand von Angela ihr einst lebhaftes soziale Leben sehr stark belastet habe. Sie war eine sehr gute und treue Freundin und die Leute entfernten sich von ihr, weil sie ihre Krankheit nicht verstanden haben. Angelas Mutter erklärte, dass die begrenzten Ressourcen in der Region sich weiterhin auf Angelas Pflege ausgewirkt hätten. Die Fachleute im Gesundheitswesen meinten, man könne nichts für sie tun. Erst als sie 18 Jahre alt wurde, hatte sie Zugang zu Programmen in der Gemeinde, weil sie dann erwachsen war. Doch selbst für Erwachsene waren die verfügbaren Ressourcen knapp und Angela nahm schließlich an einem Programm für unabhängiges Wohnen für Menschen teil, die mit ihrer psychischen Gesundheit zu hadern haben. In ihren 20ern wurden ihr mehrere Medikamente verschrieben, als sie begann, ernsthafte Probleme mit ihrer psychischen Gesundheit zu bekommen. Laut ihrer Mutter gab es Phasen aus Wut und Frustration, als Angela versuchte, mit ihrem Zustand zu leben. Der Vater von Angela, Dean Meyer, sagte, manchmal war es so erschütternd, sie zu begleiten. Sie hat so viele Ärzte und Psychiater aufgesucht. Sie alle änderten ihre Medikamente. Die Medikamente sollten ihr eigentlich helfen, führten aber dazu, dass die junge Frau an Typ 2 Diabetes erkrankte und an Gewicht zunahm, was die Berichten zufolge sie sehr störte. Trotzdem trat Angela im Frühjahr 2010 bei den Special Olympics in Yellowknife im Bowling-Team an und wurde als Sportlerin des Jahres ausgezeichnet. Angela war nicht dafür bekannt, dass sie trank, Substanzen nahm oder einen risikoreichen Lebensstil pflegte. Im Jahr 2010 lebten Angela und ihre Familie in der Hauptstadt Yellowknife, wo Angela im Stanton Territorial Hospital medizinisch versorgt wurde. Am Freitag, dem 26. November 2010, wurde Angela aus dem Krankenhaus entlassen und in die Obhut ihrer Mutter Katie entlassen. Nach Angaben ihrer Mutter hatte Angela um Nudeln zum Abendessen gebeten. Da Angela an diesem Abend Pasta zum Abendessen gewünscht hatte, fuhr Katie ihre Tochter zum Diamantrestaurant an der Range Lake Road. Ihr Vater und ihr älterer Bruder waren zwar nicht in der Stadt, aber die beiden trafen sich mit Angelas Schwester und jüngerem Bruder, Candace und Brett. Während sich die Familie beim Essen unterhielt, blieb die 22-jährige Angela ruhig und genoss ihre Lieblingspasta. Ihre Mutter sagte Folgendes. Sie war irgendwie in einem Zustand, in dem sie wieder nicht viel sagte, ziemlich passiv. Aber sie hat ihr Abendessen gegessen. Wegen ihrer Medikamente hatte sie einen großen Appetit. Manchmal sagte sie tagelang nichts, sagte nur ja oder nein. Aber sie liebte ihre Familie.
Angela sollte am nächsten Tag im Haus der Familie bleiben und hatte vor, sich Saturday Night Live anzusehen. Das Gespräch drehte sich dann um Angelas bevorstehenden Umzug in eine Provinz im Süden. Das Krankenhaus plante Angela in einer Woche nach Edmonton, Alberta, zu verlegen, wo man glaubte, sie besser versorgen zu können. Ihr gefiel die Idee, in einer Stadt zu leben, aber sie hatte auch Angst. Die Mutter, Katie, arbeitete jedoch für eine Fluggesellschaft und versuchte, ihre Tochter zu trösten, indem sie daran erinnerte, dass sie sie so oft wie möglich besuchen würde. Nach dem Familienessen fuhr Katie Angela zurück zum Stanton-Krankenhaus. Als sie kurz vor der Sperrstunde um 20 Uhr ankam, meldete Katie ihre Tochter an. Am nächsten Tag beendete Angelas Schwester Candice Meyer ihre Schicht bei der Fluggesellschaft Buffalo Airways, bevor sie ins Krankenhaus fuhr. Angela und ihre Schwester standen sich sehr nah und gingen samstags oft zusammen Kaffee trinken. Gegen 12.30 Uhr meldete Candice Angela ab und die Schwestern fuhren los, wie jedes andere Wochenende auch. Bei diesem Wochenendausflügen zu ihrer Familie erhielt Angela immer nur so viele Medikamente, wie sie voraussichtlich abwesend sein würde. Eine halbe Stunde später erreichten sie das Haus der Familie in der 54. Straße. Katie gab ihrer Tochter Angela gegen 13.20 Uhr eine Zigarette. Die 22-Jährige trotzte den minus 20 Grad und ging nach draußen, um eine zu rauchen. Als Candice nach einigen Augenblicken nach ihrer Schwester sehen wollte, stand sie immer noch auf der seitlichen Veranda. Ungefähr 5 Minuten verging und Angela war immer noch nicht zurück ins Haus gekommen, so dass ihre Mutter Katie nach draußen ging, um nach ihrer Tochter zu sehen. Doch dieses Mal war Angela verschwunden. Die besorgte Mutter begann sofort, in der Nachbarschaft nach Angela zu suchen. Katie rannte zu Brunos Pizza an der Ecke der 53. Straße, aber das Personal hatte Angela nicht gesehen. Die Familie nahm an, dass Angela in der Nähe sein würde, da sie weder Handschuhe noch eine Mütze dabei hatte. Angela wurde als 1,70 Meter groß und 80 Kilo schwer beschrieben, mit kurzen, glatten, braunen Haaren und braunen Augen. Die junge Frau wurde zuletzt mit einem weißen Daunenmantel der Marke Helly Hansen über einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Jogginghose gesehen. Angela trug Berichten zufolge eine kupferfarbene Brille, schwarze Baumwollsocken und graue, niedrig geschnittene Stiefel. Als nächstes überprüfte Katie die nahegelegene Dorset Apartments. Dort fand sie auch eine Frau, die draußen eine Zigarette rauchte. Die Frau bestätigte, dass sie Angela gesehen hatte und hat ihr sogar eine Zigarette gegeben. Katie setzte sich daraufhin mit dem Krankenhaus in Verbindung, in der Hoffnung, dass Angela vielleicht nur dorthin zurückgelaufen war. Das Krankenhaus riet Katie, bis 17 Uhr an diesen Abend zu warten, bevor sie Angela bei der Polizei als vermisst meldet. In der Panik scheinen sich die Details der 24 Stunden nach Angelas Verschwinden zu verwirren. Angelas Vater Dean war zu dieser Zeit auf dem Rückweg in die Stadt und so begannen Katie und ihre Kinder Candice und Brett die Straßen abzufahren. Die Familie rief ihren Namen, während sie den Bürgersteig nach einem Zeichen von Angela absuchten. Katie rief anschließend Freunde, Verwandte und örtliche Einrichtungen an, aber ohne Erfolg. Verständlicherweise machte sich Katie große Sorgen und je mehr Minuten verstrichen, desto unmöglicher erschien es ihr, weitere 3 Stunden zu warten. Katie gibt an, dass Angela zwischen 14.30 Uhr und 16 Uhr als vermisst gemeldet wurde, während die Polizei angibt, sie sei um 17 Uhr als vermisst gemeldet worden. Nach Angaben der Polizei wurden die Beamten sofort zu dem Haus der Familie geschickt.
Während die Familie und die Polizei nach Angela suchten, halfen Feuerwehrleute, Polizisten außerhalb des Dienstes, Beamte des Ordnungsamtes und Touristen bei der Suche nach Angela. Ein Foto von Angela wurde der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und es gingen zahlreiche Hinweise ein. Die Hinweise, die bei der Polizei eingingen, besagten, dass Angela keinen weißen Daunenmantel mehr trug, sondern eine rot-schwarze Jacke aus Nylon von den Winterspielen in der Arktis 2008. Zeugen behaupteten, Angela an mehreren Orten gesehen zu haben, und es ist unklar, wo genau sie zuletzt gesehen wurde. Angela wurde jedenfalls in der Pratmang Road gesichtet, ganz in der Nähe der Wohnung, in der sie wohnt. Irgendwann wurde ihr weißer Mantel in der gemeinsamen Wohnung entdeckt, während ihre Jacke von den Winterspielen in der Arktis nun fehlte. Nach Angaben von Angelas Bruder war sie in die Wohnung eines Nachbarn in der Nähe ihrer Wohngemeinschaft gelaufen. Das ältere Ehepaar kannte Angela nicht, beschrieb sie aber als desorientiert. Der Mann rief die Polizei an und folgte Angela, die ihren Weg fortsetzte, bis sie in der Nähe eines Sees in das Gebüsch lief. Angela wurde am Nachmittag und frühen Abend auch auf der Conroad und im Contrailer Park gesehen. Später wurde von der Polizei ein dunkler Mantel gefunden, der jedoch nie untersucht wurde, um festzustellen, ob Angela ihn getragen hatte. Man glaubte, dass sie die Jacke ausgezogen hat, weggelaufen ist und dann an Unterkühlung verstorben ist. Der Vater von Angela, Dean Meyer, ist persönlich jeden Tag in dieser Gegend spazieren gegangen, den ganzen Winter, den ganzen Frühling und den ganzen Sommer. Laut Angelas Vater brach die Polizei die Suche ab, nachdem die Jacke entdeckt wurde. Dennoch suchte die Familie weiter nach ihrer Tochter und am Montag hatte die Familie Plakate in der ganzen Gemeinde aufgehängt. Im Januar organisierte die Familie Meyer eine zweite Suche nach Angela und die Gemeinde kam, um ihre Unterstützung zu zeigen. An die 250 gutherzigen Freiwilligen, die sich durch Schnee und Busch stapften, wurde Essen verteilt. Doch sie fanden keine Spur von Angela. In den vergangenen Jahren hat Katie öffentlich ihre Enttäuschung darüber geäußert, wie der Fall ihrer Tochter behandelt wurde. Obwohl die Suche am Boden mit Unterstützung aus der Luft und von einer Hundeeinheit durchgeführt wurde, fragte sich die Familie, warum es über einen Monat dauerte, bis die Polizei Hilfe anbot. Angela war allerdings schon dreimal zuvor verschwunden und die Polizei ging zunächst davon aus, dass die junge Frau wieder einmal weggelaufen war. Ihre Familie beharrt jedoch darauf, dass sie nicht glaubt, dass dies diesmal der Fall ist. Angela hatte sogar ihre Medikamente zurückgelassen, als sie für eine Zigarette aus dem Haus ging. Im Oktober 2011 veranstaltete die Vereinigung der Ureinwohnerinnen der Nordwestterritorien eine Mahnwache zu Ehren von Angela. Während Angelas Vater sich erneut an die Öffentlichkeit wandte, brachte er auch zum Ausdruck, dass es seiner Meinung nach in der Region an Unterstützung für psychisch Kranke mangelt. Im November sprach die Familie erneut mit der Presse, in der Hoffnung, dem Fall neue Aufmerksamkeit zu verschaffen. Angelas Schwester äußerte gegenüber CBC News die Befürchtung, dass jemand ihre Schwester verschleppt haben könnte. Obwohl die Polizei zugab, dass sie keine Hinweise hatte, appellierte sie weiterhin an die Öffentlichkeit. Die Familie Meyer wurde 2015 von der Polizei kontaktiert, als ein neuer Beamter den Fall von Angela übernahm. Katie erklärte gegenüber CBC News, dass die Polizei in den Jahren seit Angelas Verschwinden nur etwa 5-mal mit der Familie in Kontakt gestanden ist. Im Jahr 2017 haben Angelas Mutter, Katie, und eine Gruppe von Freiwilligen einen wunderschönen Quilt mit Hunderten von Herzen und zu Ehren von vermissten und ums Leben gebrachten indigenen Frauen hergestellt.
Angelas Vater äußerte sich auch zu Problemen, die er mit der Art und Weise hatte, wie die Untersuchung durchgeführt wurde. Er erklärte, dass es damals nur einen Highway aus Yellowknife herausgab und dass er hoffte, die Polizei würde die Straße während ihrer Suche sperren. Die zweite Sorge, die er hatte, war, dass der Mantel, der gefunden wurde, nie einem DNA-Test unterzogen wurde, um zu bestätigen, dass er zu Angela gehörte. Dean beendete seine Rede, indem er zum Ausdruck brachte, wie stolz er auf seine Frau, seine beiden Söhne und seine Tochter sei, weil sie nach Angelas Verschwinden stark geblieben seien. Im Oktober gab die Polizei bekannt, dass sie die Erlaubnis erhalten hatte, Drohnenflüge über den Waldgebieten durchzuführen, in denen Angela zuletzt gesehen wurde. Im Jahr 2022 war Angela in einer Folge der Sendung Taken zu sehen. Angelas Familie feiert auch über ein Jahrzehnt nach ihrem Verschwinden noch ihren Geburtstag. Ihre Familie ist gewachsen und Angela hat mehrere Nichten und Neffen, die sie noch nicht kennengelernt hat. Angelas Bruder hat erklärt, dass er nach Angelas Verschwinden anfing zu trinken, um den Schmerz zu lindern. Jetzt, wo er trocken ist, ermutigt er andere, die ein vermisstes Familienmitglied haben, keine Substanzen zur Verarbeitung zu verwenden. Außerdem hat er seine jüngste Tochter nach seiner vermissten Schwester Angela benannt. Die Familie will einfach nur wissen, wo sie ist, wie es ihr geht und ob es ihr gut geht. Auch wenn das nicht der Fall ist, es ist schlimmer, nichts zu wissen. Es ist das Schlimmste, weil man nicht weiß, was man denken soll. Der Vater Dean appellierte erneut an die Zuschauer, sich mit Informationen über den Verbleib seiner Tochter zu melden. Während seines Interviews drückte der Bruder aus, was er seiner Schwester Angela sagen würde, wenn sie zuschauen würde. Wir alle wollen dich hier haben und du musst nach Hause kommen und wir vermissen dich. Angela wird von ihrer Familie weiterhin sehr vermisst. Obwohl sie im Alter von nur 22 Jahren verschwand, wurde sie 1988 geboren und wäre heute 36 Jahre alt.